Dschungel. Alles versinkt im Chaos. Die Wälder liegen im Sterben. Es kommt einem fast schon wie eine halbe Ewigkeit vor, als die Bahn einst noch pünktlich war. Der Zug nach Mittweida hat leider ein wenig Verspätung, fährt seitwärts ein. Oder ganz ehrlich, ich weiß es doch auch nicht mehr. Na, wie lange sitzen Sie schon hier, hm? Auch die Wahlen beschäftigen oder gar verwirren den deutschen Bürger. Ja, aber wir sind die neue Horizonte-Partei. Wir setzen uns für die Todesstrafe ein. Ja, danke. Ja. Wir sind die Gartenstuhl-Partei, die wird niemals sitzen. Ja, kommen Sie zu uns. Jetzt dabei gehört verboten, alles andere ist radikal. Dazu kommt noch, dass dadurch, dass jeder x-beliebige Laden nun einen eigenen Streaming-Dienst hat, haben wir dieselbe Scheiße wie vor 20 Jahren mit Pay-TV. Jetzt reicht's. Über diese Scheiße muss wirklich mal jemand reden. Und dieser jemand, der bin ich. Herzlich willkommen! Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen hier im Zentrum für Medien und Soziale Arbeit. Schön, dass ihr hier alle im Studio so zahlreich erschienen seid. Aber auch hallo an alle die, die im Livestream zuschauen. Hallo, ich bin im Fernsehen. Ja, Leute, wirklich, wir müssen mal ganz kurz über was reden. Was ist denn das für ein Dschungel da draußen? Wirklich. Also, die Bauern und die Bahn, die streiken. Im Osten, im Nahen Osten hauen sie sich wieder die Platte ein. Und Trump gewinnt bei den Vorwahlen in Iowa. Kann das denn noch schlimmer werden? Ich sage ja. Denn morgen beginnt eine neue Staffel, das Dschungelcamp. Ja, sogar mit einer Doppelfolge. Ich hätte mir das auch gern erspart, wirklich. Aber sei es drum. Fast so schlimm wie die neue Staffel Dschungelcamp ist die neue Partei von Sarah Wagenknecht. Obwohl, wenn ich so darüber nachdenke, haben die eigentlich schon was gemeinsam, oder? Dschungelcamp und Sarah Wagenknecht, ja. Bei beiden sind semi-bekannte Persönlichkeiten, die einfach mal wieder irgendwas machen, um sich ins Rampenlicht zu rücken. Ja. Beim Dschungelcamp lassen sich eben ausrangierte B-Promis für Geld von einer Spinne beißen. Und bei Bündnis Sarah Wagenknecht lassen sich ausrangierte linken Politiker vom Wahlprogramm der AfD beeinflussen. Aber genug Fremdscham. Reden wir doch mal über die Handball-EM. Verfolgt jemand die Handball-EM gerade hier? Schön für euch, ich jedenfalls nicht. Also, ich weiß nur, dass wir heute gegen Island spielen. Das ist mir bekannt. Aber Island, was ist das überhaupt? Diese fjordverliebten Wikinger-Söhne, die haben doch eigentlich gerade andere Probleme, oder? Ich meine, bei denen ist doch gerade Rumble on the Island mit den ganzen Vulkanausbrüchen, von denen jeder spricht. Da mussten ja schon mehrere Ortschaften deswegen evakuiert werden. Und dabei haben die 2/3 der Bevölkerung vergessen. Ja, gestern mussten noch 300 Schafe gerettet werden. Ja, aber trotzdem kommen wir mal zurück zum Handball. Wünschen wir doch mal unseren deutschen Handballern heute alles Gute gegen diese Wikinger-Schafe. Aber Leute, es gibt noch ein Thema, das bewegt mich wirklich sehr. Und da haben wir heute eine E-Mail noch gekriegt, die hat mir wirklich den Tag versaut. Muss ich einfach so sagen. In 366 Tagen ist es soweit. Kulturhauptstadt 2025. Chemnitz. Chemnitz! Die Stadt, wo um 6 Uhr nachts... abends die Bürgersteige hochgeklappt werden. Die steht jetzt in einem Regal mit Paris, Amsterdam und Madrid. Wer entscheidet sowas? Wer?
Es ist einfach nur traurig. Wirklich einfach nur traurig. Genauso traurig wie damals, als meine Freundin mir ihren Vater vorgestellt hat und er gleich zu mir gesagt hat, dass wir nicht miteinander schlafen können. Da war ich sehr enttäuscht, weil ihr Vater ist ein attraktiver Mann. Aber ein genauso attraktiver Mann ist auch Christian der Marktwirt Regen Lindner. Der Mann, der das 9-Euro-Ticket abgesegnet hat, weil er dachte, dass dann zu viele Menschen grundlos den ÖPNV benutzen. Ja, muss ich mich auch mal auf seine Seite stellen. Hat er ja vollkommen recht, wirklich. Weil wer würde nicht den ganzen Tag damit verbringen, auf den nächsten Generalstreik zu warten? Ja, und gestreikt wird ja auch gerade bei der Deutschen Bahn wieder. Und ja, die GDL will mehr Geld und natürlich bessere Arbeitszeiten für ihre Angestellten. Ist ja logisch. Aber dieser Weselski, dieser kleine Schlingel, der ist ja wirklich der Deutschen Bahn wieder ein Dorn im Auge. Der kommt auch frühs in sein Büro, setzt sich an seinen Schreibtisch und sagt sich, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich auf den Fahrplan scheiß. Heute streike ich, morgen auch und übermorgen fällt mir auch noch was ein. Der ist wirklich der DJ, wenn es ums Mischen bei den Fahrplänen geht, wirklich. Das ist dann wieder so nach dem Motto, ja, und jetzt Verspätung in the Mix mit Udo Lokführer und entschuldigen Sie, ist das die Citybahn noch weiter? Also Klaus Weselski ist wirklich dieses nervige Kind, was im Flugzeug hinter dir sitzt und die ganze Zeit gegen deinen Stuhl tritt. Ja, bei Boeing hat man da ja natürlich jetzt Maßnahmen getroffen und Nottüren eingebaut, damit man sich so einer Situation schnell entziehen kann. Was ihr euch aber jetzt nicht mehr entziehen könnt, ist der Midnight Show 2024 und damit Welcome to the Jungle. Hier ist Christoph Lehmann und seine Band Mick Jaguar! Mick Jaguar, meine Damen und Herren. Ja, und fangen wir doch gleich mal an, weil wir haben einen Dschungel an Themen, der vor uns liegt. Fangen wir an mit unserer guten alten Klimakrise, weil die tut unseren deutschen Wald hier in Deutschland wirklich ziemlich einschränken. Ja. Im vergangenen Jahr sind bei uns so viele Bäume gestorben wie noch nie. Und wer ist dran schuld? Die Grünen. Fast. Stichwort Ampel. Da denkt man sich natürlich, also denn allein durch den trockenen Sommer, den wir letztes Jahr hatten, hatte auch der Borkenkäfer wieder neue Angriffsflächen gefunden. Da denkt man sich natürlich jetzt, eine rot-gelb-grüne Regierung würde da mal gegen was mal machen. Aber solange der Borkenkäfer nicht so aussieht, wird sich da leider auch nichts dran ändern. Tja. Und nicht bloß der Borkenkäfer macht unseren Wald kaputt, nein, auch Waldbrände. Insgesamt gab es letztes Jahr 244 Brände in Deutschland, die insgesamt 763 Hektar Wald vernichtet haben. 763 Hektar ist weniger als in den Jahren zuvor, aber immer noch zu viel. Eigentlich ist jeder Hektar Wald, der abbrennt, zu viel, aber egal. Ja, und trotzdem macht man bei der Politik weiter, als gäbe es kein Morgen. Wir haben dafür jetzt endlich mal für den Bund einen neuen Werbefilm für den deutschen Wald gemacht, damit die dann endlich mal was Passendes haben, von uns natürlich komplett bearbeitet. Lassen Sie einfach mal die Seele baumeln und besuchen Sie den Deutschen Wald. Pure Natur und ein ausgewogenes Ökosystem. Endlich mal entspannen an einem warmen Sommertag und einfach mal durchatmen. Wandern Sie durch die malerische Landschaft und genießen Sie Ihre pure Schönheit. Wir scheißen auf ihn. Ist der nicht schön geworden? Wirklich, ist der nicht schön geworden? Der ging doch richtig ins Herz, oder? Seht ihr doch genauso, oder? Ja, aber reden wir doch mal über den richtigen Dschungel. Also den mit tropischen Krankheiten und Insekten, wo selbst Australien Augen macht. Weil dem ging es letztes Jahr richtig scheiße. Im Amazonasgebiet war im November die Dürre so stark, dass der Pegelstand der Flüsse um 20 Meter gesenkt wurde. Da gab es keine Fische, nichts mehr. Noch ernüchternder ist, dass 2023 das heißeste Jahr seit 125.000 Jahren auf der Erde gewesen ist. Also wir hatten zwar 2015 in Paris mal dieses 1,5-Grad-Ziel beschlossen, aber mein dicker Porsche war mir doch ein bisschen wichtiger. Tja, und so geht die Spirale natürlich weiter. Der Amazonas-Regenwald ist kein Einzelfall. Überall auf der Welt geht gerade unsere Natur hops.
Ja, aber und auch hier in Deutschland soll das uns beeinflussen. Ich kann das bloß ehrlich gesagt nicht so verstehen. Ist der Amazonas-Regenwald nicht irgendwie so ein Gebiet, was, wie würde Baerbock sagen, was so hunderte, tausend Kilometer von uns entfernt ist? Und jeder Wissenschaftler sagt ja auch irgendwas anderes. Und ich habe ja nicht mal den ZDF-Info-Beitrag dazu verstanden. Das ist alles völlig zu kompliziert für mein kleines Gehirn. Ja, und deswegen haben wir auch mal hier jetzt noch einen kleinen Lehrfilm vorbereitet, der das alles nochmal kindgerecht für mich zusammenfasst. Willkommen zur Sendung mit dem Wolf. Lach- und Sachbeschädigung. Das hier ist der Amazonas-Regenwald und das ist ein Cat-74B Schaufelbagger. Die Bäume speichern in ihren Blättern Wasser. Die Sonne knallt da drauf, wodurch das Wasser verdunstet und Wolken entstehen. Wenn der Bagger jetzt alle Bäume im Amazonas wegmacht, dann kann das Wasser nicht mehr gespeichert werden und die Region wird heißer als die Wahlplakate von Christian Lindner. Dann bekommen wir noch mehr Waldbrände, die das im Regenwald gespeicherte CO2 freisetzen. Das macht die ganze Situation noch heißer. Aber das hat auch Gutes. Zum einen sieht man den Jaguar jetzt auf 500 Meter Entfernung und zum anderen haben wir einen Lebensvorrat an tropischen Pflanzenölen. Also ist Nutella auch gesichert. Also jetzt habe ich es kapiert, jetzt hat es Klick gemacht. Jetzt bin ich ein bisschen schlauer geworden, ne? Aber Leute, mal ehrlich. Überall auf der Welt geht unser Ökosystem gerade den Bach herunter. Und bevor jetzt hier die einige Leute aus den Reihen ausspringen und sagen, so Herr Wolf, jetzt passen Sie mal auf, ne? Bei uns tut es Schnee, es tut Regen und es scheint die Sonne. Wir nennen das Wetter. Leute, ihr habt seit 20 Jahren kein Gras mehr angefasst. Weil wenn es keine Natur mehr gibt, keine Wälder, keine Dschungels, gar nichts mehr, dann gibt es auch kein Seven vs. Wild mehr oder Dschungelcamp. Wie soll denn da mein Fettarsch-Couch-Potato mit Perlen des Reality-Videos gefüttert werden? Wie? Da gibt es nur eine Möglichkeit, und zwar Drehortwechsel. Herzlich willkommen zu Seven vs. Weider! Ausgesetzt in der Wildnis von Mittelsachsen kämpfen 7 Studierende 7 Semester ums Überleben. Sie treten an, um wilden Tieren, steigenden Dönerpreisen und der wachsenden Einöde zu trotzen. Wer nach 7 Semestern noch übrig ist und alle Credit Points in den Semester-Challenges gesammelt hat, ist der Gewinner. 7 Semester in Armut, auch ohne BAföG, das kann man schaffen. Denk an die Leute, die geschrieben haben, die gesagt haben, du bist raus im 2. Semester. Leute, die keine Ahnung haben, was wir hier machen. Das Leben ist so gut. Studium ist meist einmal im Leben. Das ist unser Moment. Jawohl. Ja! Rein in den ultradichten Mangrovensumpf. Wie sollen wir denn hier an Nahrung kommen? Hier ist alles schon vergriffen. Ich hasse es gerade. Ich find's nicht geil. So, Freunde, jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen. Oh, fuck, ey! Boah, das ist eine Scheiße hier. Komplette Einöde. Niemand hier. Komplett einsam. Leute, ich habe so eine krasse Frischwasserquelle gefunden. Einfach geil. Einfach geil, wirklich. So ist hart sein mit der Dschungelwein. Süßwasser. Wieso ist hier kein Süßwasser? Süßwasser. Süßwasser, ich brauche Süßwasser. Ich jetzt hier gerade mal an. Absolute Stille, absolut krass. Biele, 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 biele. Oh, sie hat mich gesehen. Ich höre was. Da war gerade wie so ein Schrei. Oh Gott, nicht, dass das der Raschbär ist. Oh. Habe keine Angst vor den Prüfungen. Die Angst ist was Gutes. Ich sehe was, was du nicht siehst. Fuck. Ich bin mental ein bisschen am Boden zerstört, weil so langsam gehen mir die Enten aus. Wann bricht deine Psyche? Seven vs. Weider. Sponsored by Unrhino Shield.
Tja, und diese Bilder, die Sie gerade gesehen haben, hätten verhindert werden können. Es wäre so einfach gewesen, wir hätten auch einfach mal was für die Umwelt tun müssen. Einfach mal, keine Ahnung, mal das Auto stehen lassen und mal mit der Bahn fahren. Ja, Bahnfahren ist doch ein Privileg, auf das wir alle gern verzichten. Weil die Bahn, was ist das schon? Ne? Seit 30 Jahren gibt es nun diesen Trauerverein, der sich Deutsche Bahn schimpft und geformt aus Reichsbahn und Bundesbahn. Ja, und wer von uns fährt denn heutzutage, ehrlich gesagt, gern mit der Bahn? Ich jedenfalls nicht. Entweder mein Zug hat 3 Stunden Verspätung, er fällt aus oder die GDL streikt. Ja, und zudem sind letztes Jahr noch 66% aller Züge pünktlich gekommen. 1/3 aller Züge ist zu spät gekommen, das muss man sich mal überlegen. Ja? Aber ein was Gutes hat es, es kamen ein paar lustige Ansagen raus, die in den Personenzügen angesagt wurden. Und die hat uns der liebe Christoph von der Band mal mitgebracht. Christoph, jetzt erzähl uns doch mal, was da so rausgefunden hast, was das so gibt. Ja, Lukas, also die Bahn hat sich da wirklich nicht lumpen lassen. Also pass auf. Wir entschuldigen uns, dass wir hier schon 10 Minuten rumstehen. Aber weil wir pünktlich sind, ist gerade kein Gleis übrig. Poetisch. Oder? Oder der hier. Guten Morgen. Sie wundern sich sicherlich, warum wir so langsam fahren. In 4,3 Kilometern sind die Schienen leider kaputt. Das heißt auch, hier ist demnächst wieder Baustelle. Ich sage Ihnen dann Bescheid, wenn wir wieder schneller fahren können. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte ich auch ernsthaft lachen. Aber naja, wir wollten mal rausfinden, wo hapert es denn bei der Deutschen Bahn. Und deswegen haben wir ein Vorstandsmitglied von der Deutschen Bahn hier bei uns ins Studio eingeladen. Leider kam sein Zug nicht an. Deswegen ist er uns jetzt live zugeschaltet vom Bahnhof Castrop-Rauxel. Einen kräftigen Applaus für Professor Dr. Blixer Schirmer von der Deutschen Bahn AG. Herr Schirmer. Ja, Herr Schirmer, schön, dass Sie da sind. Kommen wir doch gleich mal zur Sache. Sie haben ja den Statistiken zufolge bei der Deutschen Bahn ein Pünktlichkeitsproblem. Wie planen Sie dagegen vorzugehen? Ja, guten Abend erstmal, Herr Wolf. Ja, das Problem mit den Statistiken ist uns bekannt, aber wir haben uns da schon ein paar verschiedene Lösungsansätze überlegt. Und beispielsweise haben wir seit knapp einem Jahrzehnt den Begriff Pünktlichkeit umdefiniert. Umdefiniert? Also, was meinen Sie mit umdefiniert? Das verstehe ich nicht. Ja, umdefiniert. An die Zeit angepasst ist uns das Thema Inklusion eben besonders wichtig. Und das war ja schon sehr ausgrenzend, wie einige Züge, die zeitlich etwas aus der Norm gefallen sind, die haben sich da etwas ausgegrenzt gefühlt. Deshalb gilt jetzt, alles, was bis zu 6 Minuten zu spät ist, ist eben pünktlich. Okay, also die 5-Minuten-59-Sekunden-Regel, die gibt es eigentlich schon seit Bundesbahnzeiten. Und andere Bahngesellschaften sind da jetzt schon ein bisschen strikter. Also quasi die Schweizer Bahn beispielsweise, die hat eine 3-minütige Verspätungsfrist. Also das klingt jetzt nicht wirklich nach einer Lösung des Problems, sondern mehr, dass sie das Problem zur Lösung machen. Hat das vielleicht was mit ihren Statistiken zu tun? Naja, dadurch sind viele Züge per Definition eben nicht mehr unpünktlich. Und Statistiken sind ja eh nur so ein grober Richtwert. Aber wir haben noch eine weitere Lösung. Darauf ist unser Team auch ganz besonders stolz. Also passen Sie mal auf. Sie befinden sich jetzt beispielsweise in der Nähe von irgendeinem sächsischen Kaff, mit Weida beispielsweise. Und Sie haben jetzt schon 5 Minuten Verspätung. Und den nächsten Halt werden Sie auf gar keinen Fall ohne das Überschreiten der 6 Minuten Pünktlichkeitsgrenze erreichen. Ja, was machen Sie jetzt mit einem solchen Zug, der über 6 Minuten Verspätung hat? Richtig, Sie lassen ihn ausfallen. Denn ein Zug, der ausfällt, ist nicht unpünktlich. Ganz nach dem Motto, wer nichts macht, macht auch nichts verkehrt. okay, also das ist jetzt Ihr neuer Plan? Züge ausfallen lassen, damit die nicht in die Wertung zählen? Nein, nein, natürlich nicht. Das machen wir schon seit 20 Jahren so. Okay, also Sie schildern mir hier viele semi-gute Ideen, die ja wirklich nicht das Problem lösen. Wir haben mal ein bisschen recherchiert und seit 1994 ist das Streckennetz in Deutschland geschrumpft und zwar von 41.000 Kilometern auf 33.000 Kilometer und zudem haben Sie haben die Hälfte aller Weichen ausgebaut, was? Ja, Weichen mussten halt weichen, weil die waren eben in einem technisch sehr schlechten Zustand. Ja, aber die sind doch wichtig bei der Eisenbahn. Dadurch können doch Züge nicht mehr aneinander vorbeifahren. Da staut sich's doch auf der Schiene. Das ist das gleiche Problem wie auf der Autobahn dann. Mann, oh Mann, also wenn Sie nur solche schlechten Leistungen erbringen, sagen Sie mal, macht das dann auch was finanziell bei Ihnen? Also kriegen Sie da dann weniger Boni oder so?
Durchaus, das will ich gar nicht leugnen. Insgesamt haben wir Vorstandsmitglieder nur 4 Millionen Euro erhalten. 4 Millionen Euro? Und wie viel haben Sie allein Sie bekommen? Ja, naja, einiges. Aber wir haben tolle Neuerungen bei uns in den Zügen auf den Weg gebracht. Das WLAN ist beispielsweise besser als in den Jahren zuvor und wir arbeiten stetig daran, das Netzwerk noch besser zu machen, weil wir Wo ist er jetzt hin? Also, wir konnten uns natürlich sowas schon denken, aber dass es so schnell vorbei ist, also... Ja, also wir haben da mal noch was vorbereitet, weil wir wussten, dass das Ganze nicht so funktionieren wird. Deswegen nochmal einen kindgerechten Lehrfilm, der das Ganze ein bisschen zusammenfasst. Thomas, die Rangierlokomotive, wartet im Bahnhof Farquhar auf Streckenfreigabe. Aber Percy blockiert das Gleis. Und weil der dicke Kontrolleur aus Instandhaltungsgründen alle Weichen auf der Strecke ausbauen lassen hat, kann Thomas auch nicht vorbeifahren. Trotz schlampiger Arbeit bekommt der dicke Kontrolleur eine fette Prämie und macht erstmal Sexurlaub in Thailand. Und selbst wenn all das nicht wäre, könnte Thomas trotzdem nicht fahren, denn die Lokführer streiken wieder. Volker Wissing, wenn du das hier hörst, investier endlich in die Scheißbahn! Nein, die Strecke ist gesperrt, da muss ich wohl anhalten. Tja, ob das was mit der Generalsanierung nächstes Jahr wird, ich glaube ja nicht. Wir gehen aber jetzt erstmal kurz in die Werbepause und danach geht's gleich weiter. Dieses Ü-Bier ist für dich. Und wenn du das nicht austrinkst, bevor ich wieder da bin, dann kriegst du sogar ein zweites. Das neue All-in-One-Shampoo von Beria mit Weida. Endlich ein Shampoo für alle Lebenslagen. Zum Haare stylen, zum Autowaschen, als Geschmacksverstärker, funktioniert wirklich, zum Reparieren von Wurmlöchern, um Pflanzen zum Leben zu erwecken und auch Menschen. Alles in einer Flasche. Berial mit Weida. Und damit herzlich willkommen zurück zu den Frühfliegern. Und da haben wir direkt eine Eilmeldung für euch. Elsa. Er hat den Job. 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 Hä? Ja, also von mir aus kann's losgehen. Finde auch du deinen. Ich hab den Job auf Steps an. Und heute im Anschluss Günther und Klaus, die Schwanenteich-Cops. Kein Verbrecher kann ihnen entkommen. Du kleiner Schlingel, ich weiß, was du getan hast. Auf ihre ganz eigene, unverwechselbare Weise lösen die beiden Schnüffelnasen jeden Fall. Du Klaus, wo sind denn eigentlich die ganzen Enten hin? Das Opfer wurde übrigens mit diesem Stift hier. Ich muss mal kurz was notieren. Hat jemand einen Stift? Ich mag gerne. Ja, kommen Sie. Ey, hallo! 21.45 Uhr mit einem brandneuen Fall. Oder jetzt schon auf HSMW+.
sind wir wieder frisch zurück mit frischer Energie aus der Werbepause. Und Leute, eine Frage habe ich mal an euch. Wisst ihr, was dieses Jahr in Sachsen gleich dreimal passiert? Hm? Keiner? Ich verrate es euch. Dieses Jahr wird in Sachsen gleich dreimal gewählt. Richtig gehört. Einmal hätten wir die Wahl zum Europäischen Parlament, dann die Kommunalwahlen und natürlich die Landtagswahlen. Bei letzterem weiß ich natürlich schon, in welche Richtung das gehen wird. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Jugend von heute nicht so richtig über Politik Bescheid weiß. Wer ist unser Bundeskanzler? Adolf Hitler. Ja, also damit euch das nicht passiert, haben wir mal ein paar Präventionsmaßnahmen vorgelegt. Zuerst erklären wir euch natürlich, welche Wählertypen es gibt. Also den Wähler kann man in drei Kategorien einteilen. Und zwar den Normalo, den Verwirrten und den Losti. Der Normalo verfügt über ein mindestens Halbwissen, was das Parteienprogramm angeht und kann somit selbstständig wählen. Der Verwirrte ist entweder eine Person über 70 oder hat so eine heftige Fahne, dass er euch irgendeine bahnbrechende Verschwörungstheorie erklärt. Und dann hätten wir zu guter Letzt noch den Losti, der würde gerne wählen, hat aber überhaupt keine Ahnung von Politik. Also quasi 80% von den Leuten, die hier sitzen, mich eingeschlossen natürlich. Ja, genau. Aber, Leute, nicht bloß die Wählertypen. Es gibt doch natürlich auch ganz viele verschiedene Parteien. Und die wollen wir euch auch vorstellen. Wir haben uns aber auf die Fahne geschrieben, nicht die Großen vorzustellen, weil die kennt ihr sowieso schon alle. Wir wollten mal die Underdogs der Wahlen beleuchten. Und deswegen haben wir uns einen kleinen Spaß draus gemacht und daraus ein kleines Spiel gemacht. Und das heißt, welche der folgenden Parteien existiert wirklich? Wir haben zur Auswahl A, die Grauen Panzer, B, die Zukunft, C, die Urbanen, eine Hip-Hop-Partei oder D, die Haie, eine Partei mit Biss. Hat irgendjemand eine Idee? Hm? Irgendjemand? Hä? 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 Okay, ich verrate es euch. Alle waren richtig. Wir haben uns nichts ausgedacht. Ja, und es gibt noch ganz viele von solchen Parteien mit solchen kuriosen Namen, die nichts aussagen. Ja, aber was ist, wenn ich euch sage, dass es eine Partei gibt mit relativ passablen Wahlergebnissen, die uns immer wieder begegnet, aber die niemand so richtig auf dem Schirm hat? Schaut euch mal das Diagramm hier von den Bundestagswahlen 2021 an zum Beispiel. Ja, wir haben die SPD auf dem ersten Platz, danach die CDU, danach die Grünen und dann die FDP. Aber warte mal, was ist denn da passiert? Holt mein Grundgesetz! Die Sonstigen sind auf dem sechsten Platz mit mehr Stimmen als die Linke. Aber nie wird ihr ein Platz im Bundestag gewährt. Warum eigentlich? Jetzt denkt ihr sicherlich, was erzählt denn der Wolf hier für euch für eine Scheiße? Ist der dumm? Da könntet ihr nicht ganz Unrecht haben. Aber was ist, wenn ich euch sage, dass es die Sonstigen wirklich gibt? Das ist eine reale Partei, wirklich. Die Sonstigen wurde vor wenigen Jahren in Niedersachsen gegründet und ist auf dem Vormarsch in deutsche Landtage. Schauen wir doch mal an, was diese tolle Partei sozusagen hat. Aber vor jeder Lösung steht erstmal die faschistische Bedrohung. Bildlich gesprochen, egal was du erreichen willst, im Weg steht immer dieser kläffende Hund, um den wir uns zuerst kümmern müssen. Aber nichts gegen Hunde. Ich mag Tiere. Poesie auf einem ganz anderen Level. Ja, dann hätten wir noch zum Beispiel die Bierpartei. Ja, nicht die hier, weg damit. Ich meine die andere Bierpartei. Die gibt es allerdings nicht in Deutschland, die gibt es bei den Ösis, bei unseren Nachbarn, ja? Und die ist sogar so erfolgreich, bei den Prognosen in Wien erreicht die 12% und ist somit drittstärkste Kraft, noch vor der ÖVP. Stellt euch mal vor, ihr seid eine legitime Partei und ihr werdet von einer Spaßpartei überholt. Kannst du dir nicht ausdenken. Aber diese ganze Parteiengeschichte, dieser Parteiendschungel, das ist auch eine verwirrende Sache, wirklich. Eine verwirrende Sache und da kann man eigentlich wirklich nur noch verzweifeln. Wirklich. Eigentlich braucht man da mal wieder was, um ein bisschen runterzukommen. Ich, wenn ich ein bisschen runterkommen will, ich schaue mir einen guten Film an. Schaut ihr auch gerne gute Filme? Ich denke schon. Ja. Aber so einen guten Film, den muss man sich heutzutage halt auch leisten können. Amazon Prime, Disney Plus und Co., die haben natürlich dieses Jahr wieder ihre Preise angezogen. Ja, wer hätte es gedacht? Da willst du Star Wars schauen und hast aber nur Prime. Ist doch Mist. Für jeden kleinen Kackfilm brauchst du wieder irgendein Streaming-Abonnement. Das ist so eine Scheiße. Und auch diese ganze Qualität, die sinkt doch. Jetzt produzieren die Streaming-Anbieter selbst solche fragwürdigen Produktionen, fragwürdige Produktionen, solche Reality-Formate wie Frauentausch oder irgend sowas, was der private Rundfunk schon seit 20 Jahren macht.
Dafür soll ich noch mehr Geld ausgeben und mehr Streaming-Anbieter abonnieren? Nein, danke. Ich kenne dafür jemanden, der sie alle hat. Und bei dem versuche ich mich jetzt einzuschleichen. Einen kräftigen Applaus für Udo! Udo, schön, dass du da bist. Kann ich dir was anbieten? Nein, gut, auch schön. Ja, Udo, mein Guter, du hast ja alle Streaming-Anbieter, die es gerade so im Moment gibt, ne? Habe ich gehört? Mhm. Jetzt würde mich mal interessieren, wie kam es denn dazu? Also angefangen hat es ganz unschuldig, wie bei vielen bei Netflix. Ich wollte es eigentlich nur mal ausprobieren. Im Nachhinein würde ich es als eine Einstiegsdroge bezeichnen. Es war ja auch nur ein Zehner im Monat damals. Aber so fing alles an. Ich bin nicht stolz drauf. Dann haben alle von dieser Serie The Last of Us erzählt, also habe ich mir WoW geholt. Mhm. Naja, das schmeckte noch süßer, noch unwiderstehlicher. Und so nahm die Spirale des medialen Grauens ihren Lauf. Für Filmeklassiker habe ich mir dann Paramount Plus gebucht. Kleine Kunstfilme gab es nur bei Mubi. Und weil ich diesen Oscar-Gewinner Coda sehen wollte, habe ich bei Apple TV Plus eingecheckt. Das wollte ich eigentlich nach dem Ablauf des Probezeitraums kündigen, aber das habe ich total verschwitzt, weil ich auf Sky die Champions League geschaut habe. Wann ich das Abo abgeschlossen habe, weiß ich nicht mal mehr. Ich bin so zugedröhnt von Filmen, Serien und Sportevents, dass ich gewaltige Gedächtnislücken habe. Das ist schlimmer als damals beim Saufen. Ja. Ich habe sogar ARD Plus abonniert. Dabei bin ich noch nicht mal Rentner. Entdeckt habe ich das Ganze, als ich auf meinen letzten Kontoauszug geschaut habe. Ich habe dann mit der Suchtberatungsstelle alles zusammengerechnet und bin auf über 400 Euro im Monat gekommen, allein für Streaming-Anbieter. Dann hat sich erstmal alles gebessert, dachte ich. Aber als dann die neue One-Piece-Serie auf Netflix kam, bin ich rückfällig geworden. Ich bin ein Streaming-Suchti. Hol mich hier raus. Ja, also ich kann dir da aus eigenen Gründen eine gute Entzugspraxis empfehlen, aber so wie du das beschreibst, ist das Streaming-Geschäft ja genau derselbe Müll wie Pay-TV vor 15 Jahren. Ja. Wie war das doch früher gewesen? Als man sich von dem ganzen Scheiß keine Gedanken machen musste. Ach, da bist du um 3 von der Schule nach Hause gekommen, hast dir eine 5-Minuten-Terrine reingedrückt. Und dann hast du dich vor den Fernseher gesetzt und auf RTL oder Kabel 1 irgendeine fragwürdige Scheiße angeschaut. Ah, das war geil, ja. Ja, muss ich echt sagen. Kennt ihr das, erinnert ihr euch noch daran, an das bunte Zeitalter vor Netflix, als wir bei Frauentausch und Aufstreife noch Gehirnzellen und wertvolle Lebenszeit verloren haben? Ich denke gern daran zurück. Uwe. Nee, Udo heißt er, ne? Udo, ja? was du brauchst, ist keine Therapie. Was du brauchst, ist einfach mal ein bisschen wieder lineares Fernsehen. Komm, gib mir deine Hand. Ich helfe dir dabei. Ja? Wir schauen uns jetzt ein bisschen lineares Fernsehen an und lassen uns mal wieder so richtig schön die Birne wegbuttern. Mama? Ja? Darf ich Fernsehen schauen? Ja, aber nur kurz. Okay. Ja. Uhr in Mittweida. Die Unwetter sorgen für Verzögerungen in Darias Plan. Eine große Lieferung steht noch aus. Ja, ich muss hier jetzt nach Berlin und ich bin schon eh spät dran. Mensch, er hat seinen Führerschein doch im Lotto gewonnen. Oh! Der dichte Verkehr bringt das Fass zum Überlaufen. Oh, fahr doch, du Hur... Durch Liebe und Schmerz wird in guten und in schlechten Zeiten dein Schicksal.
Heute bei Elefant, Tiger und Co. Tierpfleger Ele hat alle Hände voll zu tun. Für wen das wohl ist? Ja, ich bereite hier jetzt das Essen zu für die Prinkhühner. Da sind wichtige Nährstoffe drin, die müssen ja auch groß und stark werden. Und heute hat ja auch Papa Prinkhuhn Geburtstag. Und da kriegt er heute was ganz Besonderes. Einmal das hier nämlich. Fütterung bei den Prinkhühnern. Ganz schön ruhig, die Jungtiere heute. So wie es aussieht, schlafen die gerade noch. So, schauen wir mal. Achtung, Essen! Ja, ihr bekommt alle, keine Sorge, sie sind ja in Augen, die strahlen richtig so. Ja, genau. Sind wohl alle noch zu müde. Und auch der Papa ist noch etwas skeptisch. Ja, ich glaube, das ist heute ein bisschen aggressiv, deswegen auch Abstand mit der Stange. Ich ruf ihn mal. Biele, biele, biele. Okay. Ach du... Wir sind gerne fein. Wir machen heute erstmal nichts so viel. Yeah. Wir suchen heute nur ein paar Grizzlies. Genau, look at that. Wow, schau dir das an. Wow. Ich nehme jetzt hier als erstes meinen Finger und untersuche ganz klassisch die Spur. Look at this. Wow. Das sind keine Grizzlies. Das ist Bigfoot. Da drüben, ich habe ihn gehört. Hinterher, ich muss ihn unbedingt... Habicht! Habicht hat zwei Haare! Mein erster Eindruck, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, hochnäsige Zicke. Und, gefällt dir alles? Reden wir jetzt erstmal übers Essen. Ich habe kein Obst gesehen, ich habe kein Gemüse gesehen, also was... Stopp! Tiere mit genau einmal Haar. 3, 2, 1, zugeschlagen. Lösung bitte! Hallo! Die Kuh? Die Kuh! Wie viel Kuh hat das Haar? Wie viel Kuh hat... Vielleicht soll ich meinen Freund Bucky anrufen. Genau. He fought with Bigfoot. Er hat vor drei Tagen erst gegen Bigfoot gekämpft. Bucky. Ja, Bucky, bist du da? Ja, Mann, ich hab grad Bigfoot getroffen hier. Ja, ich bin im Highland Forest unterwegs. So Bigfoot's wandering around. Bigfoot soll gerade hier in den Ländern unterwegs sein. Aber ich werde ihn fangen. I'm preparing the trap for Bigfoot, das hier ist besonderes Holz. Perfekt für eine Falle für den Bigfoot oder für andere Monster. Jetzt warten wir nur noch auf Bucky. Bucky, verdammt, Mann! Schluss jetzt, Essen ist fertig. Mama, aber ich wollte doch noch SpongeBob gucken. Ja, da sind wir wieder. Ja, und hier Uwe oder Udo oder wie er hieß, den muss der Sicherheitsdienst in der Pause leider raustragen. Er ist rückfällig geworden und hat ein HSMW Plus Abo abgeschlossen. Naja, bisschen Schwund ist immer. Aber kommen wir nochmal zurück zum linearen Fernsehen. Also mein persönliches Highlight war ja eigentlich immer, wenn SpongeBob lief. Na, SpongeBob ist doch eine geile Serie. Also da bin ich auch richtig immer vom Fernseher eskaliert. Gerade wenn da diese Szenen mit Karate oder sowas gekommen sind, mit Sandy und sowas, da ging es bei uns so, ne? Und da habe ich mir natürlich auch ein paar Knochenbrüche zugelegt und die Metallplatte in meinem Kopf, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, haben wir denn heute SpongeBob-Fans im Publikum? Geht das nicht lauter? Dann einen kräftigen Applaus für die deutsche Stimme von Sandy Cheeks, Kathleen Gavlich! Kathleen. Ah, ist das schön. Hallo Kathleen, schön, dass du da bist, dass du den Weg hier in die Großstadtmetropole Mittweida gefunden hast. Ne? Danke für die Einladung. Ja, also Mittweida ist ja wirklich eine große Stadt, muss ich sagen. Ne? Es ist da ja aufgefallen, breite Straßen, große Häuser, vergoldete Toiletten. Ne? Kann man jetzt nicht mit Berlin vergleichen, ne? Diese kleine... Ich gucke morgen nochmal, ich bin im Dunkeln angekommen. Okay, ja. Okay. Mach das. Kathleen... Du bist ja wirklich Synchrondarstellerin, ne? Und das ist wirklich, also ich will gleich mal zum Anfang noch ein bisschen Schleim scheißen. Ich bin ein Riesenfan, wirklich. Mehr. Ich bin ein Riesenfan. Nein. Also wir natürlich von der Medienfakultät, ne, wir wissen natürlich, was du für eine Arbeit leistest. Ne? Weil wir wissen, egal wie gut wir einen Film produzieren oder eine Animation machen, wenn die Darbietung fehlt, ist es halt nur halb so gut. Ne? Und viele Leute interessiert das bestimmt, aber Synchronsprecher ist ja jetzt nicht dieser...
klassische Job wie Maurer oder Zimmermann. Wie kommt man denn da überhaupt dazu? Wie kamst du denn in diesen Job überhaupt rein? Also ich bin von Hause aus wirklich Schauspielerin. Das heißt, ich habe richtig 4 Jahre Schauspiel studiert, damals noch zu DDR-Zeiten. 88 in Potsdam-Babelsberg und war 92 fertig. Also eine total geile Zeit abgefasst dort. Und ich war auch sofort am Theater engagiert in Berlin und spielte dort in einem Stück eine Porno-Schauspielerin. Und sie war aber der Meinung, sie hat lauter internationale Kinoerfolge gespielt, die da lauteten Hannah Bumst, ihre Schwester, Leckere Rita, Wichser sehen in Howard's End, Vier Mösen für ein Halleluja-Raum, Fick Enterprise, Popokalypse Wow und Sinn und Sinnlichkeit. Nee, das habe ich jetzt nur so gesagt, ich weiß auch nicht warum. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte damals schon... Wie das am Theater manchmal so ist, also auch Intendanten müssen gehen und müssen dann leider auch Leute entlassen aus dem Ensemble. Und zu der Zeit war man am Deutschen Theater unkündbar, wenn man 15 Jahre da war. Ich war nur 10 Jahre da. Insofern hat es mich also erwischt, ich musste raus. Aber in einer meiner letzten Vorstellungen, wo ich also diese Blondine spielte, saß jemand vom Synchron. Also eine Tür ging zu, eine andere ging auf. Ich habe also nichts dafür getan, außer eben Theater zu spielen und schwuppdiwupp holte man mich und... Ja, dann war ich die ersten 3 Jahre ziemlich aufgeregt, weil das doch etwas ist, was einem keiner so richtig erklärt, sondern man muss sofort abliefern. Das kann ich mir vorstellen. Und ich habe wirklich 3 Jahre geglaubt, ich kann es nicht. Und bin Gott sei Dank trotzdem immer wieder hingegangen und wurde offensichtlich besser und immer besser. Und irgendwann war dann auch mal die Sandy dabei. Die Sandy. Ja, die Sandy, die lieben ja hier einige auch im Studio. Kannst du mal die Sandy-Stimme machen? Kannst du mal so. Ich wäre so gern daheim in Texas. In Texas ist das Leben nicht so schwer. Jolalau, laudi, lau, laudi, lau, lau, lau. Die. Achtung. Achtung, jetzt kommt's. Jetzt kommt das Typische für Sandy. Toll, einfach nur toll. Also wirklich. Was ich mich bei der Sandy-Stimme immer frage, ist, wie schaffst du das, wenn du so piepselig sprichst, trotzdem noch so deutlich zu sprechen? Weil wenn ich das mache, dann klingt es so und das klingt nicht schön. Ne? Naja, es hat erstmal damit zu tun, wo man das macht. Das wusste ich aber auch nicht. Also bis mir jemand in der Charité erklärt hat, dass ich das gar nicht mit den Stimmlippen mache, sondern mit den daneben liegenden Taschenfalten. Ich wusste nicht, dass ich sowas habe. Gut für den nächsten Einkauf. Aber Fakt ist, ich habe natürlich bei den 4 Jahren Schauspielerei, habe ich ja Sprecherziehung gehabt. Ja, das heißt, egal was ich stimmlich mache, die Artikulation muss immer davor sauber sein. Und 4 Jahre das eingehämmert zu bekommen, da bleibt dann schon was hängen. Oder man ist selten dämlich. Ja. Ja. Also du sprichst ja jetzt auch schon wirklich lange, also auf Wikipedia deine Filmografie und so, die ist ja endlos lang. Ja. Ne? Also gab es in deiner Karriere irgendein Highlight, irgendeinen Charakter, den du gesprochen hast oder so, den du richtig gefeiert hast? Naja, also es gibt schon auch Rollen, da denke ich, wie ist er denn da auf mich gekommen? Das passt überhaupt nicht. Und dann gibt es Rollen, da denke ich, oh, passt wie Arsch auf Eimer. Ja. Also es gibt diese Amy Acker, die hat so eine Serie gemacht, die hieß Person of Interests. Und wenn ich die spreche, und die darf ich meistens sprechen, also außer der Film wird in München aufgenommen oder so, da merke ich, da passt was zusammen. Also da kann ich mich auch selber hören. Das mag ich dann auch, weil es einfach stimmt. Ja? Dieses Bild und meine Stimme oder Linda in Lucifer, falls das jemand von euch kennt, ja? diese Psychologin. Das ist auch was, dass die und ich, also wir haben auch schon telefoniert und da meinte sie, siehst du aus wie meine Schwester. Ja, egal. Also das sind so schöne Sachen, aber ich sag mal, wenn wir rausgehen aus dem Synchronstudio, dann ist das fast abgehakt und dann guckt man aufs Nächste. Ja. Also im Moment aktuell kann ich euch empfehlen, ihr seid doch die Zielgruppe, Raus aus dem Teich. Ist für Kleine. Und ich bin die böse Reiherdame. Also die böse Reiherdame, wo ich gefragt wurde, Kathleen, kannst du die mal machen? Weil eigentlich soll das Nina Hagen sprechen, aber Nina Hagen sagt, sie hat keinen Bock. Und ich so, okay, mach ich. Und dann haben sie das Casting abgeschickt und haben aber meinen Namen nicht drunter geschrieben, damit sie also nicht erst mal gucken, wie alt ist denn die, kann die das überhaupt? So, also sie waren begeistert, sie haben es genommen. Ich war also eine böse Reiherdame, die kleinen Entenküken hascht und sagt, wollt ihr bei mir schlafen? Und dann holt sie eine Bratpfanne heraus und setzt sie also in die Bratpfanne. Sie sollen dort wirklich schlafen, aber nicht weiter verraten. So, und da nun kein Name dahinter stand, habe ich das Casting gewonnen. Und danach haben sie gefragt, und wer war das jetzt? Naja, die Kathleen.
Wie? Die ist doch viel zu jung. Nee, aber ja, also na, manchmal wissen auch Redakteure nicht, was wir eigentlich alles können. Und da ist ja unser eigentliches Alter scheißegal. Also, ne? Ja. Also ich sag immer, von 0 bis 110, alles spricht Kathleen. So. Eine Frage haben wir noch zum Abschluss. Und zwar, es gibt sicherlich auch welche, die hier im Publikum sitzen und die uns zuschauen, die selber gern Synchronsprecher wären. Hast du noch einen Tipp für kommende Synchronsprecher? Kinder, macht was Vernünftiges. Ich mein's ernst, hört auf mit der Scheiße. Kannst du nicht von leben. Naja, machen wir uns nichts vor. Also wenn man nicht gefragt ist, wenn man nicht wirklich gut ist, dann kann man auch in diesem Beruf natürlich sehr, sehr unglücklich werden, weil man merkt, man muss daneben doch noch einen anderen Job machen, ja, weil das Geld nicht reicht. Nichtsdestotrotz, für mich ist der beste Einstieg gewesen, Schauspielerin zu sein, weil es geht ums Spiel. Also es hilft nicht, wenn mir irgendein Verkäufer sagt, mir haben Sie auch mal gesagt, ich habe eine schöne Stimme. Wo ich dann immer sage, ja, und was ist mit Spiel? Wie Spiel? Was meinen Sie mit Spiel? Naja, eine Szene, der Film geht an und da wird, was weiß ich, verliert eine Frau ihr Kind. Und dann schreit sie, ruft Text beim Schreien, beim Heulen. Wie machen Sie das? Weinen und lachen ist ganz schön schwer. Also, natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen. Es gibt auch wirklich Naturtalente, die brauchen das nicht, ja. Aber ich würde immer empfehlen, wenn ihr irgendwie könnt, Spieltheater oder wenn es eine Laiengruppe ist und so weiter. Und dann versucht stimmlich so variantenreich wie möglich zu sein, macht Demobänder, im Fall digital natürlich, also Bänder in dem Sinne gibt es ja nicht mehr, und bewerbt euch natürlich bei den Studios und so weiter, macht euch auf aufmerksam und guckt, ob was geht. Oder macht mal einen Synchronkurs mit, gibt es ja auch, manchmal sogar kostenlos. Ja? Toll, also wirklich schön, dass du da bist. Dankeschön. Wir freuen uns sehr. Mir ist jetzt noch gesagt worden, du und ich, wir werden jetzt gleich noch ein lustiges Spiel zusammenspielen. Okay. Ich habe auch keine Ahnung, worum es so richtig darum geht. Das wird uns dann der liebe Christoph verraten, aber vorher gehen wir noch mal in die Werbepause. Dieses Übier ist für dich. Dieses Übier ist für dich. Und wenn du das nicht austrinkst, bevor ich wieder da bin, dann kriegst du sogar ein zweites. Sorry. Alles gut. Scheiße aus. Probier doch mal. Bereals neues Acid Taft für den absoluten Killer-Look. Unsere neue Formel vereint die Kraft von Chlor und Wasserstoff für messerscharfes Aussehen. In jeder Situation sehe ich absolut scharf aus. Das neue Acid Taft von Bereal Mittweida. Ich bin es mir wert. Ich will nach Mittweida. Ich will jeden Abend kochen. Ich will eine gemütliche und warme Wohnung.
Ich will immer meine Ruhe haben. Nicht schon wieder diese Woche, ey. Kein Fehlalarm. Ich will einfach die perfekte Studentenwohnung. Und wohnen will ich da, wo es am günstigsten ist. Wohnung Alcatraz. Will ich das wirklich? Sag mal, wie bist du eigentlich in meine Wohnung reingekommen? Hä? Ganz einfach. Das neue Berial Expert All-in-One Shampoo. Die neue Koffeinformel kann alles. Vom Türenknacken bis zum Erklingen einer sanften Stimme. Das neue Berial Expert All-in-One Shampoo. Ich bin es mir wert. Und heute im Anschluss. Günther und Klaus, die Schwanenteich-Cops. Günther. Was? Die Schwanenteich-Cops, heute Abend, 9:45 mit einem brandneuen Fall. Oder jetzt schon streamen auf hsmw+. So, und da sind wir wieder zurück aus der Werbepause. Herzlich willkommen zurück. Wir sitzen jetzt hier schon an einem schönen Dinnertable mit kalter Pizza. Ich freue mich. Gegenüber von mir sitzt Katlin Gavlich, Synchronsprecherin aus Berlin. Und wir sollen jetzt zusammen ein kleines Spiel spielen. Wie genau das funktioniert, das wird uns jetzt der liebe Christoph von der Band erklären. Genau, unser Spiel heißt Wir müssen reden. Und dafür brauchen wir erstmal die richtige Mood. Ja, schon viel besser. Die beiden haben zwei Kartenstapel vor sich liegen. Einmal wird ein Thema gezogen, ja, und einmal vom Stapel, wie die beiden sich dabei verhalten sollen. Kathleen wird gleich als unser Gast beginnen. Und Lukas, du musst einfach nur reagieren und so tun, als wäre es das Normalste der Welt. Ja? Also zieh einfach durch, so wie im Studium. Ne? Einfach durchziehen, einfach. Ja. Danach tauschen wir die Rollen. Und Lukas, du bist auch mal dran mit Karten ziehen. Noch Fragen? Ich habe es nicht verstanden, aber euch viel Glück. Ja? So, dann wünsche ich dir Bon Appetit und erstmal Stößchen, Pompöschen, ne? Lass dir schmecken. Mm. Gut, Teibel. Ja, cool. Ich hab gehört, du darfst beginnen, du darfst erst ein Thema und dann... Und ich verrat's dir aber nicht. Nee, das verrätst du mir nicht. Willst du auch ein bisschen Bereal zu deinem... Gott. Danke, heute nicht. Okay. Schmeckt gar nicht mal so gut. Naja. Ja? Hey, mein Lieber, wir haben etwas, über das wir reden müssen. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit vorgestern. Es ist vorvorgestern passiert, aber ich muss Tacheles mit dir reden und ich hoffe, du hältst das aus. Ja. Und wie sieht's aus? Geht dir schon die Pumpe? Bist du dabei? Fieberst du mit? Ja, ist das etwas, was dich aus der Reserve lockt? Ja? Siehst du, merkst du den Zug zum Tor? Ja, ich bin ganz nah dran. Mhm. Ich sage dir, es ist etwas Grauenhaftes passiert. Ja. Also halte dich fest, atme nochmal tief ein. Mhm. Ja, weil du bist ja auch so ein richtiger Sportler. Ja, wir wollen das so gut verarbeiten miteinander. War da was drin? Max. Max. Dein Hamster. Was gestern, also ich Hamster, kam rein, machte die Tür auf und dachte, was war das? Und guckte noch einmal hin und was war es? Max, mein kleiner, süßer Schnucki, mein Volltreffer, Heimdallis. Volltreffer, genau. Tor. Ja? Genau, Tor. Der war's. Ja. Mhm. Es hat Max erwischt. Wie, es hat Max erwischt? Ja, ich machte die Tür auf, kam rein und da machte es und ich dachte, oh, was war das? Und du sagtest gerade, es war Max. Ja, es war Max. Und das waren 100 Punkte. Und? Ja, Sieger! Genau, aber wo ist Max jetzt? Wo ist Max? Stimmt, bei der Gelegenheit. Applaus für Kathleen! Hier noch so ein bisschen. So. So. Jetzt bin ich dran. Also. Okay. Okay, und wie soll ich mich verhalten? Du, Kathleen, ne?
Elsa! Warte, Vati. Ja. Warte. Ja. Ich brauche. Ich helfe dir. Warte. Was? Ein Stück oder zwei? Nein! Ich brauche. Ja? Ja. Das? Ja. Besser? Ja. Okay. Können Sie schon mal den Pflegedienst rufen? Ja, er hält nicht mehr lange durch. Ich brauche. So fängt das immer an. Ich brauche etwas. Nein, wir gehen nicht wieder ins Bordell. Ist gut jetzt. Du bist jetzt in einem Alter. Tut mir leid. Fadi? Aber Kathleen, du musst verstehen. Nee. Doch, ich will, nee. Ich will zum Mond fliegen. Zum Mond. Ach, der Mond. Der Mond, nicht das Bordell. Der Mond, da will ich hier. Und da brauchst du wenig Zaster. Ach komm doch, du bist doch hier, du bist doch bei der hier mit den Karten und hier mit der Hand und so. Nein, die hat hier das doch mit... nein. Na komm, nein, da willst du doch hin. Nein, ja, der Mond, nein. Ja. Du siehst schon so aus, so. Nein, ach, jetzt hör bitte auf, komm her. Also wisst ihr. Applaus für Lukas. Geht's mit deinem Schuh? Gehst du deinen Schuh ran? Ja. Ja, so. Gut. Du bist, ich mach weiter? Du machst weiter, genau. Oh Gott. Hart wie Kruppstahl. Zäh wie Leder. Pfui. So. Ja. Noch ein bisschen Bereal. Ja, so wird das was. Kann man sich auch da ein bisschen in die Haare schmieren. Lukas Mäuschen, ja? Okay. Ich habe nachher was ganz Tolles mit dir vor. Echt? Ja. Pass auf. Bin ich aber gespannt. Wir gehen raus und du bist doch so gern im Buddelkasten, ja? Ja. Und meistens habe ich ja mit dir geschimpft, wenn du zu tief gebuddelt hast, weil wir haben ja nur so viel Sand, ja? Ja. Weil den Rest hat ja Papa zum Streuen genommen. Genau. So, aber jetzt ist es so, dass wir... Doch einfach, also ich würde gern mal wissen, was unter dem Sand ist. Ja? Ja. Wollen wir da vielleicht mal so richtig zur Sache gehen? Ja. Ja, pass auf. Und dann würde ich sagen, wer schneller ein tiefes, großes Loch gebuddelt hat, der kriegt heute Abend den Vanillepudding. Den Vanillepudding? Ja, und pass auf. Und zwar den vom anderen noch mit. Wollen wir das machen? Ja. Pass auf, aber das Besondere an dem Loch ist, das muss ganz groß sein. Groß? Ja. Da passt nicht nur ein Pudding rein, da passen 100 Puddings rein. 100 Puddings? Ja, und so groß müssen wir das machen. Oh. Meinst du, wir kriegen das hin? Ich denke schon, ja. Oh, ich bin wirklich ganz begeistert. Du bist ja auch so richtig immer voll dabei. Ja. Du bist ein Süßer. Ich hol den Spaten. Applaus! So, ich bin dran mit Rühstück. Ich bin dran, Fischer. Schwierig. So. Oh. Also, Kathleen! Ich riech's schon. Ich riech's schon. Gibt da was, was ich dich dir unbedingt schon den ganzen Abend fragen wollte. Weißt du, wir kennen uns jetzt schon seit 2 Stunden. Mausi, ich habe dir gesagt, der Verschluss für den Beutel, der ist an der Seite. Du musst aber auch den verlegten Darmausgang dann auch richtig benutzen. Ja. Ich habe dir die Bedienungsanleitung hingelegt. Also weißt du. Ja, mir geht's toll. Also, was ich sagen will... Ja, das raus. Also, was ich sagen möchte ist... Willst du mich jetzt sitzen lassen? Willst du mich heiraten? Ja! Herrlich. Schön. Willst du noch mal eine Runde spielen? Soll ich noch einmal? Ja. Okay, na dann. Oh, lange her. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Bereal. Hase. Ja. Ich habe da was,
Ja. Ich habe da ein Problem. Ich habe das nicht verstanden. Also, ich war da bei dem Herrn Pölzing und also ist ja mein Bibellehrer und ja. Ich habe das nicht also ganz ehrlich, es ging irgendwie, ich habe das in meinem Handy gesucht, ich habe es nicht gefunden. Also das der erste Teil des Wortes, den habe ich gefunden. Aha. Also das sind zwei Worte, über was wir sprechen. Ja. Ah, okay. Also ich bin da auch immer auf so einen Knopf gekommen und dann ging das immer so hin und her und auf einmal habe ich mich gesehen und aber ich habe keine Hilfe gefunden und ich muss aber darüber was schreiben. Aber ich Entschuldigung. Ist ja schlecht. Ist wieder weg. Dieser Artikel, also Quatsch, dieser Aufsatz, den ich schreiben soll, der hat was mit Grün zu tun. Grün? Ja, so wie das da. Und mit Sonne. Die Grünen. Die Grünen, die Sonne? Nein. Ja. Nein, und irgendwas, also es ist wie Zaubern. Ja, ja. Also, die Sonne macht was mit dem Grün, aber in meinem Handy war das nicht so. Das war mal blau, ich hab das nicht verstanden. Redest du über willst du einen Wetterbericht wissen? Nee. Okay. Nee. Nee. Applaus! Spielen wir noch eine letzte Runde, oder? Bitte? Spielen wir noch eine letzte Runde. Eine letzte Runde noch? Ah, was hab ich denn? Ah. Kathleen, es gibt da etwas, über das ich mit dir schon lange reden wollte. Ich habe es immer vor mir hergeschoben. Aber ich muss es jetzt langsam mal rauslassen, weißt du? Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Weißt du, als Mausi. Neulich deine Schwester bei uns war. Ja. Ja? Das lief ja nun nicht so toll. Ja? Wieso? Naja, also, die hat mir ja immer in meine Geschäfte reingemogelt und dann kam sie rein. Ja, aber sind wir eine Familie oder sind wir keine Familie? Wir sind eine Familie, ja. Natürlich sind wir eine Familie. Wir essen Pizza zusammen. Ja, dann gehören alle zusammen. Da hast du vollkommen recht. Ja. Deswegen, ja. 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 Aber sie kam sind rein. Wir Gamora oder sind wir nicht Gamora? Wir sind Gamora. Ja, also ist meine Schwester auch dabei, ja, oder? Meine Schwester ist auch Gamora, ja. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Halten wir zusammen, sind wir Familie, wir sind wir Blut. Weiß schon, ja, Schwestern. Was ich dir aber eigentlich sagen wollte, ist, dass deine Schwester ist ja gegangen. Sie wollte ja eigentlich länger bleiben, aber wir haben ja keinen Platz in unserer Stadt Hast wieder. Du gesagt? Habe ich gesagt, ja. Ja. Nein, was ich aber meinen wollte, meine Mutter, du kennst sie dort. Ja. Ja. Jetzt seit Vati tot ist. Ja. Sie zieht morgen bei uns ein. Oh. Ja. Ja, das ist nicht dein Ernst. Doch, das ist mein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Ich bin die Nummer 1 hier im Haus, habe ich gesagt. Du bleibst die Nummer 1. Mama, und wer macht Pizza jetzt? Mama oder was? Nein, niemand. Meine Pizza ist besser als Mama Pizza. Ja, tut mir leid, lass ich mich nicht drauf ein. Du weißt, in Italien, es heißt immer, die Männer haben die Hosen, aber eigentlich die Frauen. Ja, und was bin ich? Bitte? Ein Riesenapplaus! Herrlich. Also das Spielen mit dir, das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das Interview vorhin mit dir, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Schön, Danke dass du da warst. Das ist dein Applaus. Vielen Dank. Dankeschön. So. So, und leider heißt es auch schon langsam, dass die Midnight Show sich dem Ende zuneigt. Ich weiß, ich bin auch sehr traurig. Ja, ich weiß. Aber ein was müssen wir euch noch erzählen, weil das ist ja hier unser Abschlussprojekt. Das heißt, für die meisten von uns geht es jetzt bald in das Praxissemester und Ende des Jahres machen wir sogar unseren Abschluss. Ja. Ach, wie war das doch, als wir hier ankamen?
Ich weiß noch genau, wie meine Immatrikulationsfeier ausgesehen hat. Die fand auf dem Technikumplatz statt. Es hat in Strömen geregnet. Und ich weiß noch ganz genau, dass irgend so eine Tante vorne da gestanden hat und hat gesungen, hier kamst du, San, duden, dudu, hier kamst du. Herrlich, herrlich. Sowas wünscht man sich natürlich zu seiner Einschulung. Ja, und ich weiß noch, wie ich in dieses Kaff kam, was sich Kleinstadt schimpft, und ich nicht wusste, wie ich 3 Jahre hier überleben soll. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war auch die schönste Zeit meines Lebens. Wirklich. Also mit weiter. Mit weiter. Mit weiter, du wirst mir fehlen. Wirklich. Aber Leute, nur weil wir jetzt verschwinden, heißt das noch lange nicht, dass die gute Laune aus mit weiter verschwindet. Denn kurz vor Ladenschluss hat sich noch eine Band gegründet und die hat euch einen Banger hinterlassen. Den werdet ihr noch einige Zeit hören. Hier ist Haus 39 mit Mittendrin im Nirgendwo. Nächster Halt, Mittweida. Mit Mittendrin im Nirgendwo. Den Song könnt ihr ab sofort auf YouTube, auf diesem Kanal hier anhören. Und damit ist es schon vorbei. Es war's. Ende. Aus. Ende. Finito. Das war die Midnight Show dieses Jahr. Volume 7. Und ich kann euch nur sagen, verfolgt unsere Wege. Egal ob in der Medienbranche, TV, Radio oder sonst wo. Ganz wichtig ist, dass ihr an euch glaubt. Diese Nachricht geht an alle Studierenden und die, die es werden wollen. It's a jungle out there, also passt auf euch auf.
Steck dir die halbe Tüte Erdnusschips in deinen zuckersüßen Mund, ja. Find dich in allem, komm, ich hab wieder fotografiere ich bunt. Graffitis machen graue Wände lebendig, ich wünschte, ich könnte das auch. Und ich überleg, was ich denn wirklich kann, seh ich, bis ich zu nichts hau. Kling, kling, du und ich, Straßen entlang. Kling, kling, du und ich, die Straßen entlang. Für diesen Augenblick, dich in die Kamera zu kriegen, hau mal hier nicht hin. Komm und lass uns noch heute Nacht mit weiterfliegen. God save the Queen. Grüße dann die Promenade runter, wo schon der Kapitän wartet. Guten Tag, zweimal bis nach mit weiter, bitte. Das Schiff's leicht im Tatum. Kling, kling, du und ich, Straßen entlang. Kling, kling, du und ich, die Straßen entlang. Bloß von hier weg, ja, so weit wie möglich. Bis du sagst, es ist Zeit, wir müssen nach mit weiter zurück, ja, nach Hause. In Wiener Wald zerschritten. Von hier weg, so weit wie möglich. Bis du sagst, es ist Zeit, wir müssen nachmittags weiter zurück nach Hause. Oh!